Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde, zu Kalchaos, der Entdeckung Vinlands. Nicht zu verwechseln mit Finnland, das ist was anderes. Ja, ich hoffe, genau. Ich hoffe, dass wenn ihr noch hier dabei seid, dass euch mein Auftakt gefallen hat oder euch mehr interessiert hat für das eigentliche Spiel. Im Tutorial gab es ja jetzt nicht allzu viel zu sehen, ich wollte euch nur einen kurzen Einblick darüber verschaffen, was uns erwarten wird in dem Spiel. Aber jetzt will ich dann wirklich in die Kampagne starten, nämlich die Entdeckung Vinlands. Die Rache des Regengottes kommt irgendwann mal. Aber ja, die Entdeckung Vinlands. Und wir fangen mit der ersten Mission an, mit Grönland. Bevor das Schiff in See stechen kann, müssen die Wikinger sich um genügend Vorräte kümmern. Und ja, ich habe die CD von Cultures rausgenommen, damit wir nicht die ganze Zeit vom Soundtrack genervt werden, der viel zu laut ist. Jo. Dann starten wir mal rein. Bevor wir zu so einer langen, gefährlichen Reise aufbrechen konnten, war es nötig, die Vorräte aufzufüllen. Zu dieser Jahreszeit waren die Tage auf See hart und gefährlich. Die Dauer unserer Reise war ungewiss und bei Odin. Ohne genügend Proviant hätten wir unsere Heimat wohl niemals wiedergesehen. Da Kälte und Regen die Ernten vernichtet hatten, waren unsere Vorräte fast völlig erschöpft. Mein Großvater schickte daher einige Männer in den Wald auf die Jagd. Als sie jedoch des Abends ins Dorf zurückkehrten, waren ihre Beutetaschen leer. Sie berichteten, der Wald wäre wie ausgestorben dagelegen. Nur einige Hasen und Bären hätten sie erspäht. Einer der Männer jedoch war auf merkwürdige Spuren gestoßen. Spuren, welche die Nähe einer Eskimo-Siedlung vermuten ließen. Mein Großvater war erfreut, als er dies hörte. Hatte er doch früher schon mit jenem tapferen, in der Kälte lebenden Nordlingvolk regen Handel betrieben. Nun hoffte er, deren Siedlung zu finden und mit ihnen die für uns so wichtigen Vorräte zu tauschen. Ja, netterweise liest Björni selber den Text vor hier in der Kampagne, anders als im Tutorial. Weswegen ich jetzt auch mal ruhig geblieben bin. Ja, unsere Ziele. Wir sollen 100 Einheiten Nahrung, 30 Hölzern und 30 Stück Leder sammeln. Und wir sollen die Eskimo-Siedlung finden, bei denen wir die Na Waren erhandeln können. Ja, gut. Also Missionsziele stehen hier. Holz, Leder und Nahrung. Das heißt, wir brauchen einen Jäger. Wir brauchen einen Holzfäller. Wir brauchen auch einen Fischer. Und gucken, wie wir ansonsten so weit kommen. Gut, das heißt, wir fangen an und gucken mal, wer wo lebt. Du bist ein Zivilist, der in diesem Haus lebt. Und du bist ein Zivilist, der in dem Haus lebt. Okay. Damit können wir doch glatt arbeiten. Wir gucken, was wir an Leuten haben. Drei Zivilisten, vier Bauarbeiter. Ein Holzfäller, ein Fischer, ein Kundschafter. Okay. Nein, jetzt ist er ein Bauarbeiter geworden. Lustigerweise. Wahrscheinlich war er mit Rumknutschen beschäftigt. Okay, das heißt, wir beginnen mit den wichtigsten Sachen, einem Fischerzelt hier unten. Einem Holzfällerzelt hier bei den Bäumen hier oben. Und einem Jägerzelt in der Nähe des Waldes, weil dort ja ein paar Tiere rumlaufen. So, währenddessen nehmen wir mal meinen Kundschafter. Der soll sich erstmal mit Nahrung eindecken, bevor wir ihn losschicken. Und den schicken wir dann hier in den Westen, in der Hoffnung, dort die Eskimos zu finden. Hm.
So, dann suchen wir mal unseren Fischer. Du bist Holzfäller, du bist Fischer. Du arbeitest jetzt dort. Und wohnen tust du hier. Gut. Dann kann ich auch gleich mal unseren Holzfäller mir schnappen. Ihm sagen, er arbeitet dort. Und ihm auch das Haus hier zuweisen. Und da hier ein Zivilist lebt, kriegt der gleich mal den Jäger als Beruf und arbeitet dort. So, unser Kundschafter kriegt noch einmal zu essen. Bevor wir ihn da auf die Reise schicken. Ha, Björn ist schon erwachsen geworden. Fischerzelt ist fertig. Ja, es ist übrigens lange her, dass ich Kaltschoss gespielt habe, muss ich zugeben. Und was Kaltschoss auch angeht. Hier gibt's Lehm, hier gibt's auch Lehm. Ja, was Kaltschoss so angeht, habe ich es nie ganz durchgespielt. So, wie viele Frauen gibt es? Zwei Unverheiratete, zwei Kinderlose. Das heißt, du kannst dir ruhig mal eine Frau suchen und du kannst dir eine Frau suchen. Während du dich weiter auf den Weg machst. Nach den Eskimos zu suchen. Das ist übrigens auch recht nett. Eigentlich ist Eskimo ja eine Beleidigung. Wir suchen ja eigentlich eher Inuit. Und ja, ganz ehrlich, viel größer als unsere Siedlung jetzt gerade ist, will ich sie auch nicht halten. Ich will noch unseren Zivilisten einen. Beruf zu weisen. Dazu werfen wir mal einen Blick hier rein. Ja, der Lehmsammler wäre nicht schlecht. Dann könnten wir nämlich danach einen Töpfer einstellen. Das heißt, wir können erstmal eine Schule irgendwo hinsetzen. Hier zum Beispiel würde ganz gut passen. Und ein Lehmarbeiter zählt hier unten beim Lehm. Was wir dann halt noch brauchen später, sind Träger. Da baust du mir einen neuen Wegweiser hin. So, die Schule wird gebaut. Dafür brauchen wir Stein und Weizen. Das bisschen Weizen, also was wir haben, geht für die Schule drauf. So, und dich schicken wir weiter den Osten. In den Westen. Oh, da ist ein Iglo. Seid willkommen, tapfere Wikinger, Freunde aus dem Norden. Nanu, grüßt euch. Wir Naja sind friedliebendes Volk der Jäger und Fischer. Unsere Iglos sind reich gefüllt, denn die Fischgründe hier haben uns gute Beute machen lassen. Schickt eure Händler zu uns und wir werden gerne mit euch tauschen. Vorstaut. Ja.
Ja, sie haben da ein Lager und da ein Lager und in jedem Lager haben sie verschiedene Angebote. Also Holzwerkzeug und Holz tauschen sie hier. Und hier tauschen sie Holz gegen Nahrung. Er will. Also ist es wich Er auch will. wichtig, dass wir unsere Holzvorräte aufstocken. Ja. Ja, die Eisnasen. Hat kalte Füße, Eisnasen. Friede und Freundschaft verbindet unsere beiden Stämme. Unsere Lagerstätten stehen euren Händlern zum Tausch offen. So, unser Kundschafter kann das Häppchen, was hier liegt, das ist nämlich. Nein, das ist Kadaver, keine Nahrung, schade. Stimmt, die Nahrung liegt hier unten beim Fischer-Iglu. Und das ist die Eisfestung, nicht das Lager gewesen. Hä, hoppala. Genau, hier liegt die Nahrung. Daran konnte ich mich nämlich noch gut erinnern. Hey, und unser Holzfäller hat seinen Meisterberuf gefunden. So wie der Jäger seinen Meisterberuf gefunden hat. Und auch unser Fischer. Sehr schön. Ja, wenn wir gucken wollen für den Werkzeugschreiner, steht uns jetzt eigentlich alles offen. Das heißt, wir könnten den in Auftrag geben. Die Schule ist auch schon fertig. Der Werkzeugschreiner ist zum Glück auch nur ein kleines Haus, das wir hier hinsetzen können. Direkt neben den Holzfäller. So, wir haben noch einen Zivilisten, den suche ich mal gerade. Männlich. Wir haben sogar noch zwei Zivilisten, weil Björn ja erwachsen geworden ist. Das ist sehr gut. Du wirst jetzt erstmal Lebenssammler, weil Lebenssammler können wir noch nicht lernen. Wir können aber Holzfäller lernen. Das übernimmt dann unser Björni. Und unser Kundschafter, wenn er dann zurück ist, übernimmt. Den Re übernimmt dann auch einen Beruf. Schuster brauchen wir im Augenblick nicht. Das würde uns nämlich nur Leder kosten, das wir eh brauchen. Tischler gerade auch nicht. Also darauf brauchen wir nicht ausarbeiten. Nur der Werkzeugschreiner ist wichtig. Und Björni wartet in der Schule darauf, dass er zum Holzfäller wird. Und ich sollte mir eigentlich einen meiner Bauarbeiter dann schnappen und ihn auch zum Holzfäller machen und ihn am besten dann in der Werkzeugschreinerei arbeiten lassen. Da du ein Bauarbeiter bist, lassen wir dich dann in der Werkzeugschreinerei arbeiten. Dann kannst du nämlich auch gut schlafen, während wir langsam an Holz kommen. Weil Holz ist so das Einzige, was wir hier massenhaft haben. Unsere Fischgründe sind eher klein, wobei wir Fisch reinkriegen. So, du hast Holzfäller in der Schule gelernt, also arbeitest du auch da. Du kommst noch in die Schule. Du bist soweit fertig hier. Dann baust du mir hier noch einen Wegweiser hin, dass wir das zweite Lager auch gut erreichen können. So. Dein Beruf wechseln wir zum Träger. Du arbeitest jetzt hier drin. Dein Beruf wechseln wir auch zum
Träger. Wir können übrigens, wenn wir zurückwechseln, jederzeit wieder auf den Meisterberuf direkt wechseln. Aber jetzt im Augenblick müssen wir nicht mehr so viel bauen, dass wir so viele Bauarbeiter brauchen. Eigentlich reichen fast schon zwei Stück. Wobei, wir haben ja noch unseren Kundschafter dann hier hinten. Den können wir dann auch zum Träger machen, am besten in der Werkzeugmacherei. So, du wirst gleich mal zum Werkzeugschreiner befördert und arbeitest dort. Während sich hier schön unser Holz sammelt. Holz sollten wir recht leicht kriegen. In der... Im Holzfällerzelt arbeiten leider halt keine... Ja. Träger. Hier würde einer schaffen. Um ihn zu entlasten. Und wir haben den Lebenssammler erfunden. Jetzt könnten wir theoretisch noch eine Töpferei bauen. Oder ein Steinmetzzelt, wobei wir den Steinmetz nicht so unbedingt brauchen. Weil Stein haben wir noch mehr als genug. Und es liegen hier auch noch ein paar lose Steine herum. Die wir einsetzen könnten. So. Du errichtest hier noch einen Wegweiser und dann wirst du zurück ins Dorf geschickt und auch zum Träger gemacht. Und dann müssen wir gucken, dass wir Nahrung tauschen. In erster Linie. Das Beste zum Nahrungstausch ist, durch Holzwerkzeuge. Wobei wir erst einmal das Leder ertauschen können. Weil Holzwerkzeuge zu haben, ist sowieso nicht verkehrt. Er wird wahrscheinlich einer der Ersten sein, der sich ein Holzwerkzeug schnappt. Holzwerkzeuge erhöhen nämlich die Geschwindigkeit, mit der die Leute arbeiten. So, du findest jetzt deinen Weg zurück. Gut, ich würde sagen, geben wir noch den Töpfer in Auftrag. Ah, wo stellen wir ihn nur am besten hin? Weil es ist sehr wenig Platz mittlerweile. Stellen wir ihn hier hin. Der Töpfer braucht 3 Holz, ein Lehm, ein Weizen. Das ist also auch etwas, was wir uns gut leisten können. Hier in unserer ersten Mission. Und ja, der Töpfer, der versorgt uns mit Geschirr. Und Geschirr. Macht, ja, die Nahrung besser, so gesehen, indem man von Geschirr isst. Natürlich geht Geschirr auch irgendwann kaputt, hat das auch eine Haltbarkeit. Du brauchst jedoch nur Lehm. Genau. So, unser Kundschafter wird jetzt auch zum Träger. Und kriegt als Arbeitsplatz den Werkzeugschreiner. Der Werkzeugschreiner hat immer noch kein Werkzeug. Können wir mal hier einen Blick drauf werfen?
Ob wir sehen, wer hier Werkzeug hat? Nö. Schade darum. Wir können aber sehen, wer so Punkte hat und die verteilen mal. Gerade auf das, wo sie wenig von haben. Beziehungsweise gar nichts von.